fördern. Mit welchem Zimmer könnten wir am ehesten Stufe 5 erreichen? Was hat denn das hier für eine Stufe? Stufe 4 so gerade am Anfang. Okay, warte mal. Gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir ja Stufe 5 hin. Was ist eigentlich, wenn ich das Bett austausche gegen eine Schlafkapsel? Die haben viel höheren Wert. Ups. Okay, dann tauschen wir die Betten gegen Schlafkapseln aus. Ja, okay, da ist der Desinfektionsspender im Weg. Die sind dafür halt ein bisschen länger. Ja klar, weil du da von unten dran trittst. So. Was könnten wir jetzt noch einbauen? Vielleicht noch so einen Aktenschrank hier hin? Gut, dann hätten wir das. Dann könnten wir hier in der Mitte noch so Unterhaltungselektronik. So rum. So rum, perfekt. Dann könnte man natürlich noch ein paar Bilder an die Wand hängen. Zum Beispiel hier in der Ernährungspyramide. Die können wir dann zum Beispiel hier nochmal hinsetzen. Da könnten wir einen Sehtest hinsetzen. Den könnten wir hier in der Mitte hinsetzen. Dann Anatomie des Körpers. Perfekt. Haha, haben wir erfüllt. So, Blay. So. Ein Krankenpfleger wird auf der Station benötigt. Befördern. Ich finde, unser Krankenhaus läuft diesmal relativ gut. Ja, bis auf die einen oder anderen. Wir könnten noch eine weitere Apotheke gebrauchen. Aber dafür brauchen wir erstmal ein weiteres Gebäude. Okay, dann kaufen wir jetzt ein weiteres Gebäude. Unsere Finanzmittel gehen zur Neige. Wir haben 50.000. Wo gehen die zur Neige? Ist doch alles gut. So. Genau, dann warten wir einfach ganz kurz. Okay, zweiter Stern. Yes! Geschätzter Krankenhausleiter. Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit 2 Sternen bewertet. Sie tragen weiterhin zur Verbesserung der Gesundheit der schädlichen Sauerstoff-Junkies dieses Countries bei. Immer preisen Sie die Heilkräfte Ihrer geliebten Frischluft, wenn Sie sich mal mit einem von Ihnen unterhalten wird. Offensichtlich welche schwarzer Hirnschäden diese nichtsnutzigen Baumkuschler von dieser Aktivität davongetragen haben. Zurück zum Thema. Fahren Sie mit dem Knochenklempnerei fort, um sich noch mehr Belohnungen zu verdienen? Oder erweitern Sie anderswo Ihre Organisation? Mit wohlriechenden Grüßen, Tarquin Foxbridge, Gesundheitsminister. Jo, danke. 200 Patienten, Leute. Ja. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Diagnose. Gesundheitskritisch. Der ist tot. Dem hat die Behandlung nicht so gut getan. Ich finde das immer cool, dass die sich immer noch umziehen. Was ist mit dem jetzt los hier oben? Warte mal. Ich mach mal kurz. Wie viele Hausmeister habe ich? Ich habe 5 Hausmeister. Hier. Nächster Hausmeister. Und noch ein Hausmeister. Jetzt haben wir hier noch eine Weiterbildungsdings da. Können wir gerade nicht machen, weil Weiterbildung voll. Was hatte ich überlegt nochmal zu machen? Ah, genau. So eine zweite Apotheke. So, zweite Apotheke. Ja. Genau, da müssen wir auf jeden Fall nochmal eine Temperatur anzeigen. Gucken wir mal ganz kurz, wie die Temperatur allgemein in meinem Krankenhaus ist. Nicht so sonderlich gut. Was wollen wir beheben? Gut, dann gehen wir hier mal runter. Wo sind die Heizungen? Da sind die Heizungen.
So. Dann gucken wir einfach mal, dass wir eine Heiztemperatur von 90% im gesamten Krankenhaus kriegen. So. Einfach erstmal über eine Heizung aufstellen. Die können wir ja später immer noch verlegen. Oder einfach löschen, wenn wir sie nicht mehr brauchen. So, dann haben wir schon mal eins fertig. Hier noch eins rein. Das ist jetzt einfach nur so lange, wir da nichts haben. So, aber sonst ist überall eigentlich relativ warm. Die haben es hier ein bisschen arg warm an der Stelle, aber es ist nicht so schlimm. Hier fehlt noch eine Heizung. Ich habe da ernsthaft keine Heizung reingepackt. Die lernen im Kalten. Warum ist mir das nicht aufgefallen? Ich habe es noch gesagt, glaube ich, aber ich habe es, glaube ich, komplett vergessen. So. Gut, dann haben wir eigentlich den kompletten Krankenhaus gewärmt. Ja, da gibt es jetzt keine Ecke mehr, wo es kalt ist. Da steht auch dran, aktueller Temperaturkomfort 100%. So. Ja, wir gucken einfach, dass wir es in der Weiterbildung... Instandhaltungsdurchsage. Es trinkt aufs Klo. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Warte mal. Wir haben mehrere Toiletten hier überall. Gucken wir mal nochmal Toilette. Ne, wo soll ich denn da bitte jetzt noch eine Toilette reinquetschen? Quetschen wir mal. Können wir ja eigentlich hier noch eine Toilette hin? Dann machen wir mal bloß. So. So. Dann nehmen wir die da Heizung mit. Dann. Weiß ich nicht, was das hier gerade werden sollte. Nein, ich will die Tür. Hallo, ich will die Tür. Du sollst mir die Tür geben. Danke. Was ist das? Gibst du mir jetzt? Mann, das mobbt mich. Ich krieg den, der gibt mir die Uhr nicht, Leute. Ja, brauche ich. Mal weg. So, Desinfektionsspender. Ja, soll er sein blöde Desinfektionsding da halt löschen? Toilettenkabinen? So. Dann bauen wir einen Abfalleimer. Dann unseren Feuerlöscher nicht vergessen. Unseren Spendenhund können wir hinsetzen. Und noch unsere Uhr. Ja. Ist hier vorne zwar wieder ein bisschen zu kalt, aber ja. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, in welchem Radius diese Toiletten oder so gelten. Ah. Da gibt es ja gar keinen speziellen Radius für. Hygiene ist eigentlich auch relativ gut, oder? Na, hier unten gerade nicht so, aber sonst ist die Hygiene eigentlich sehr gut. Langeweile. Ah, das ist dann wieder auf Patienten bezogen. Das verstehe ich auch nicht. Wieder voll viele Möglichkeiten. Egal. Machen wir mal wieder aus hier. Nope. So. Und der nächste ist tot. Weiterbildung abgeschlossen. Sondermeldung. 5 von 6 Patienten haben wir geheilt. Perfekt. Dann machen wir mal die nächste. Hier, ich will mal die Zeit laufen lassen. Aber das Problem ist, dass dann immer irgendwas kommt. Was haben wir denn gerade für Teilnehmer? Mal gucken. Könnten wir uns zwei Assistenten schnappen? Dann können wir die nämlich in Kundenbetreuung 3. Weiterbilden. Yes, of course. So. Eigentlich, theoretischerweise, müssten da genügend Beförderung. So. Achtung!
Rutschgefahr durch Erbrochenes. Ja, gut, das Behandlung fehlschlagen, das ist normal. Gut, dann lassen wir es jetzt laufen. Würde ich mal spontan sagen. Mein Geburtstag. Selbstverständlich. Okay, eventuelle Nachrichten. Einmal Beförderung. Gesundheitsminister. Gesundheitsminister Tag für den Fortschritt hat uns mitgeteilt, dass er unser Krankenhaus bald besuchen wird. Er erhofft sich bei uns überlegt, neue und fortschrittliche Methoden des Geldscheffelns bewundern zu können. Wenn das Krankenhaus ihn beeindruckt, erhalten wir vielleicht einen Teil des County-Gesundheitsbudgets als Belohnung. Okay. Die Frakturstation sieht gerade ein bisschen grausig aus. Sehr durstig, sehr gelangweilt. Ich weiß nicht, was meine Patienten machen. Aber was wir mal noch aufstellen könnten, die werden leider für Getränke aufgebaut. Können wir jetzt hier ja so jedem Krankenhaus aufbauen. So, das Getränke. Getränke. Können wir hier nochmal Getränke. Getränke. Ich bin gerade überlegen, ob ich nochmal eine zweite Frakturstation baue, so wie die Station einfach nochmal. Wobei wir diesmal, glaube ich, brauchen nur kopieren, das Ganze. Snacks, noch mehr Snacks. Hier nochmal. Das hier, dann kopieren wir das Ganze. Ha, passt perfekt rein. So, dann müssen wir mal ganz kurz gucken. Wegen der Temperatur. Informationen, Temperatur. Oh, meine Stimme. Langsam geht's auf die Stimme. Gut zu wissen. Das Krankenhaus haben wir auch eigentlich auch fast fertig jetzt hier. So. Okay. Passt. Können wir es weiterlaufen lassen. Okay, Kundenbetreuung 3 ist fertig. Das heißt, wir gucken mal, was wir als nächstes machen. Wir fragen einfach nicht, wer da gestorben ist. Wir lassen es einfach so sein. Wir könnten mal den Arzt und den... die Pfleger. Entschuldigung, das ist ein Pfleger. Für Stationsverwaltung 2 ausbilden. Das ist kein Fehler, was ich jetzt mache. Ich brauche aber mal allgemein meine Stimme. Warum? Den da. Den da. Also, Achtung! Das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. Diagnose. Behandlung. Du kannst eigentlich alles machen. Du kannst eigentlich auch alles machen. Du darfst keine Apotheke machen. Gerne denke ich an die Geburtstage meiner Kindheit zurück. Das soll ich machen. Damals, als die Welt noch in Sepia getönt war und mich nichts glücklicher machte als eine Förderung. Holzreifen. Befördern. Mich noch gut, wie und ohne Beförderung. Befördern. Drei Mitarbeiter weiterbilden. Ja, können wir gerne machen. Ich weiß nicht, wer, glaube ich, gerade dabei. Wieso stehen schon wieder? Ich habe 5 Arztpraxen. Warum stehen 6 Patienten davor? Überall stehen nur 2-3 Patienten davor. Nein, aber davor stehen natürlich 6 Patienten. Krankenpfleger zur Apotheke, bitte. 2 erlernt, so. Weiterbildung abgeschlossen. Ja, der eine hat es noch nicht abgeschlossen. Ich bin ein Patient mit niedriger Gesundheit. So, okay, dann haben wir die fertig. Dann haben wir noch weitere. Guck mal, die da zum Beispiel, die kriegt jetzt nochmal Apotheke ab. Da soll ja eigentlich niemanden, der Apotheke braucht. Okay, dann machen wir hier verfügbare Kurse. Gibt es Apothekenverwaltung nur in Stufe 1? Da haben wir mal Behandlung 2. So, aber dann gucken wir mal ganz kurz, ob wir noch jemanden brauchen. Ja, hier, den Nachwuchspfleger haben wir zum Beispiel. Kurs starten. So. Ein Arzt in die Arztpraxis, bitte.
Okay, wir haben gleich das nächste hier. Man kommt hier nicht zur Ruhe. Okay, 6 Patienten mit Portishead. Das sollten wir diesmal hinkriegen, oder? Patienten treffen jetzt auf der Station ein. Okay, wir haben schon wieder eine seismische Warnung. Das Jahr ist fast vorüber. Und wir haben schon wieder einen Gesundheitspreis. So, dann schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall den Arzt des Jahres. Den Krankenpfleger des Jahres. Den aufsteigenden Stern. Arbeitgeber des Jahres? Ah, die oberen drei haben wir schon wieder. Jetzt kommen die unteren drei. Die unteren drei sind immer so zufällig. Nein, das haben wir auf jeden Fall nicht. Lehrkrankenhaus. Yay! Jetzt haben wir Patientenpreis. Haben wir auch. Und Krankenhaus mit höchster Prestige. Perfekt. Ja, gut, die beiden Sachen sind halt so. Nicht so ganz einfach. Wir könnten ein Upgrade machen. Yep, hier kommt. Achtung, ein Erdbeben steht bevor. Yep. Das ist mir aufgefallen. Könnten wir das hier noch upgraden? Ja. So. Ja, ein paar Geräte sind wahrscheinlich ein bisschen defekt, aber das ist ja nicht wild. Dafür haben wir ja unsere Hausmeister. Genau, lass ich einfach laufen. Ich muss schon sagen, ich habe dieses Erdbeben bis hierher gespürt. Meine Ehrendoktorurkunde, die man mir für meine vielen Leistungen verliehen hat, wäre mir fast von der Wand auf meinen Kopf gefallen. Ich muss wohl etwas aufräumen. Also, warum hören wir nicht so lange ein wenig Musik? Instandhaltung der Arztpraxis erforderlich. Wir haben hier... Oh! Update zur Öffentlichkeitsarbeit. Nach seinem Besuch in unserem Krankenhaus hat Tarquin Fortspritz und folgende handgeschriebene Nachricht zukommen lassen. Der erbärmliche Zustand Ihres sogenannten Krankenhauses hat mich regelrecht entzückt. Sollten Sie Ihre niedrigen Standards beibehalten, werden Ihre gesamten Einrichtungen sowie Ihr Personal beschlagnahmt und zur Förderung von Regierungsinitiativen wiederverwertet. Schönen Tag noch. Ich glaube, wir haben das erste Mal den VIP nicht beeindruckt, Leute. Das ist nicht so gut gelaufen. 6 von 6 Patienten geheilt. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Oh, falsche Tastatur. Auf jeden Fall nehmen wir auch sehr gut ein, muss ich dazu sagen. Also das ist, glaube ich, unser geringstes Problem. Das Problem hatten wir ja im letzten Krankenhaus schon furchtbar stark. Was ich gerade überlege. Weiterbildung abgeschlossen. Desinfektionsspender. Ich habe gerade überlegt, ob wir vielleicht ein paar Desinfektionsspender aufstellen. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Hier zum Beispiel. Dann hier vielleicht so direkt am Eingang auch ein bisschen was. So. Dann hier. Hier. So, einfach mal so über ein paar Spender hinsetzen. Dann erhöhen wir die Hygiene des Krankenhauses. Okay, wartet mal ganz kurz. Wir haben hier ein kleines Problem. Ich muss hier irgendwo eine Toilette reinbauen, weil irgendwie kapieren die Leute nicht, dass es hier keine Toilette gibt. Wie machen wir das jetzt? Ich glaube, ich verkleinere die Station. Das heißt, wir bearbeiten die Station jetzt und wir nehmen jetzt einfach den Satz hier raus. Genau. Erstmal ja. Dann haben wir das erstmal schon mal kleiner. Dann können wir nochmal bearbeiten. Dann verschieben wir das Ganze. Dann verschieben wir die Automaten. Die tun wir jetzt hier hin. So. So. Das sind so ein paar Monobiester. Mülleimer müssten wir aufstellen. Komm. Oh nein.
ist einer gestorben. Okay, dann brauchen wir noch eine Toilette. Passt die da rein? Ich weiß es gar nicht. Können wir mal gucken. Bearbeiten, Toilette. Oh nein, ich bearbeite. Kopieren. Na, die ist... Obwohl, man könnte die eigentlich schon nehmen. Bearbeiten? Nein, nicht bearbeiten. Immer noch kopieren. So, dann nehmen wir einfach jetzt hier dieses Minus-Dings da. Und dann machen wir das da. Nein, du sollst das da rauslöschen. Hallo. So. Dann nehmen wir den... Nehmen wir zumindest den Desinfektionsspender. Dann was willst du da hinten verkaufen eigentlich gerade? So. Gut, dann brauchen wir auf jeden Fall mal einen Hausmeister. Der mal hier ein bisschen sauber macht. So. Dann haben wir eine Mitarbeiter-Herausforderung. Und eine Beförderung. Ich habe nicht jetzt gedrückt, das ist bitter. Mann, das wollte ich doch gar nicht. So, dann gucken wir mal, was wir für Teilnehmer gerade haben.